Fasche Tele, hallo, grüß euch, hello, good evening, dobre večer, bona darda, buenos tardes, buonasera. Ja, heute einmal ein anderes Programm, nachdem ein paar Fragen aufgetaucht sind und ich gebeten wurde, die zu klären, habe ich eingewilligt und wir werden heute statt langer Rezitationspraxis uns eingehender mit ein paar Texten beschäftigen, sodass man auch leichter einen roten Faden durch eine Praxis durchfindet. Well, today we have a special program. Since some questions occurred, I agreed to clarify these questions and instead of doing recitations and visualizations, we should study some texts, and I will point out some aspects. So maybe you have a roadmap for future practices. Aber trotzdem, wie immer, beginnen wir auch diesmal zunächst mit den allgemeinen Gebeten zur Einstimmung. Das ist auch sonst bei Vorträgen oder Studien üblich. Well, but anyway, we start with some common prayers. This is quite usual if there are some teachings, explanations or studies. Also, wir beginnen wieder mit dem Tashi Tsigpa. Well, we start with our Tashi Tsigpa. Om Nang Se Nam Da Gran Shen Lun Dra Pe Dra She Chok Cho E Shing Da Shok Pa Yi Sang Ge Chu Dung Gen Dun Bak Pe Chok Kun La Chak Chal Dak Cha Cha Se Shok Drun Me Gal Bo Chal Jen Dun Dra Gung Chan Pe Gen Bal Ge Drak Pa Dan Pa Kun La Gung Ba Ge Cha Drak Pa Chen Lun Po Dar Bak Chal Drak Bal Dan Yi Sem chen dam che la gong drak pe bal, ye tsim te pa tsal rak drak pal de, tsen tsam te pe ta shi bal bel ba, de ba shik bak je la jek tsalo, chan pel shen u bel gam dar je tsing, chen re sik wan gen po chan pe bal, sa ye ning po tri pa nam bar sel, nam ka ning po bak che kun tu sang, ut pal do che be kar lu sheng dang, dor bo da bar el tren ye ma ye, Jack Zen Leknam Dashi Balge Jo Jung Cho Simba Jela Jack Zalo Rin Chen Duk Cho Dashi Sergien Ya Do Chun Bum Son Yiyan Kamala Nen Trak Dun Dang Bun Thug Balbe U Minu Gya Zen Wang Jur Kolo De Rin Chen Duk Cho Kye Kye Chak Zen Chen Chuk Du Gelwa Cho Chin Kye Kye Ma Gek Sok Nu Bo Dren Be Balbe Lwe Tashi Lam Wuk Jela Jack Zalo Zang Pa Chen Bo Den Chung Sen Me Buar Mik Dang Den Dang Gya Po Yul Ker Song Bak Ye Po Dang Lu Bang Mik Me Sang Nam Te Se De La Tse Kor Lo Dang Dri Shu La Dang Dung Dung Dor Che Chen Bi Bam Rel Tri Cho Ten Gya Tsen Zin Sa Sum Ne Sun Ge Lek Da She Pe Le Chik Teng Chung Va Ge La Chak Tsa Lo Dak Chak Ding Dir Cha Va Tsum Pa La Kek Da Ne Va Tse Va Kun Chin De Duden Balbel Samden Yishin Drup Drashi Telek Bin Tsung Tsok Bar Shuk Hong Gurgen Gyulgin Duk Chang Tsam Bema Gesar Dung Gola Yan Tsen Chokin Yodrup Nye Bema Chung Ne She Sudrak Kordu Kandro Mangbe Kor Keke Che Sudak Trup Ye Jin Che Lop Shir Shek Susur Guru Bema Sidi Hong Om Urgen Yulgen Okchang Tam Bema Gesar Dongola Yan Tsen Chokin Yodrup Nye Bema Chung Ne She Sudrak Kordu Kandro Mangbe Kor Keke Che Sudak Trup Ye Jin Che Lop Shir Shek Susur Guru Bema Sidi Hong
Om Urgen Yulgen Objang Tam Bema Gesar Dombola Yansen Chokin Yodrobne Bema Chungne Shesodrak Kordo Kandro Mangbekor Keke Chesodak Trupti Chinche Lopshir Shexosol Guru Bema Sidi Hom Nejo Tiro Chimbo Bla Trupcha Dagla Wang Shekor Kektang Lokdren Barchesol Choktang Dunbonyo Trupsol Oh, my Bensai Guru, Pema Sidehon. Oh, my Bensai Guru. Jack me babunam la lula kuye chinche lob nala sunge chinche lob jila doke chinche lob wangshe kurbar chinche lob gyushe dagbar chinche lob lamshe chungbar chinche lob kushe dagbar chinche lob Om Ahom Bensa Guru Bimba Devada Kinikaya Abhishinsa Om Vaka Abhishinsa Atsita Abhishinsa Om Sarva Abhishinsa Hri Maho Tredra Cheke Yenke Shinkam So Chene Dusam Keke Mebanang Chadra Lunsa Deva Chimpa Kua Namka Sindo Dukche Chukrime Lama Cheke Kula Solva Deb Burgen Bema Chungnula Solva Deb Dechen Lunke Drupa Shinkam So Kusan Duktan Yenchen Chenle Ki Yeshe Naden Devar Shekpe Kua Dukche Chedrak Naksok Sosorden Lama Lungche Chukula Solva Deb Urgen Bema Chungnula Solva Deb Miche Chikten Da bashing comes so, Duke Chen Pedrova den Lagen, Gangla Gangdel, the Pedra Dance, the Dang Macha, the Dadusungi, Lama Drabecula Solva, the Burgen Bemba Chungula Solva, the Tibet and Yeshitsogyal, prayer to Yeshitsogyal. Gyal kyn kye yom che yin kyn zang bo a pe ban kya be ma chik trin mo che de drop chok tsol de jeng khan dre to yeshe tso gya shab la sol va deb ji nong zang we bar che shi va dang la me ko tse ten bar jin je lop Ne mok tsung ka shivar jinje lop, che pur pedong shivar jinje lop, tse pa sherab gyabar jinje lop, sampa lingi drupar jinje lop. Künzang dorsem garab shaye seng, bema kara chepang yeshon da, susur nup nyanda den gatsa sok, kate lambe nam la salva deb, tsamlin zebe gendro chukne dang, dukche lung dup nyampe dunayang, naktre dambar bebe dusho ki, kode chukke tsukpe lonchen pa, drimbe eser shab la salva deb. Shade drebo kabab le drezal, neden den badak bolon jen va, senke ni bebe meling beshap, de den am sum shab la solva deb. Lume kynchok sumge novan yi, kusum gelbe katsa chisok chok, kam sum cheki gelbo chuk chen va, du chen bling beshap la solva deb. Korde dak nam chen yir baru, doktrol nung ger sangya topa shok. Lenzerik zin liden dorje zal mang de shek me ba da ye shab da da be chung gel za trok me no chik tral ye she dorje sel va de Ok min che ke chin ge bo drang da du sum san ge ken ge no ba ni rang sam che gur nun sum den se be za be la me sha bla so va de pa den za be la ma rin bo che da ke chi vor be me den shu gla ka dren chen bo go me che sum de gu sum du ge no drop sal du sal
Torje lopen sange bal du sun jogla jak zalo jok sum den be jing jala ni me ye ke kyap soji le chur ye ke nam trol be dak be je ba je so sol le drop jo be je be ke ni che ma lu jak bar ki jok che kor song dak be je ma ja jala je ye rang Dak pe tashi drimba me tsuk pe chan cho sem kedo Deshek chan cho sem pala dak pa sum gili polo Zerab trang pe keba nam tine chan cho chok ton ho Mandala Darbringung, Mandala Offering Om Bensra Bumi Ahom Shi Yung So Dakpa Wangchen Sergye Sa Shi Om Bensra Reke Ahom Chichag Rikar Yoke Karbe Uso Hom Rik Yalpo Rirab Shar Lupakpo Lo Tsampo Leng Do Balanje Chandra Minyen Rudong Lupak Nayab Dang Nayab Shen Yodang Dang Lam Chau Dro Draminyen Da Draminyen Geda Rinpo Che Ribo Baksam Gishin Kache Yeba Mame Polo Do Kolo Rinpo Che Norpo Rinpo Che Tsunpo Rinpo Che Rinpo Rinpo Che Langpo Rinpo Che Dachok Rinpo Che Magben Rinpo Che Dorjen Pepompa Kekmo Ma Drengpa Ma Luma Karma Medokma Dukpe Ma Nangsalma Drichama Yema Dava Rinpo Che Dok Chokla Nambara Gelba Gelsen Usula Dangbe Belcha Bensum Sokpa Ma Tsangwa Meba Tene Zawe Dangge Barche Bebelden Lamba Dangba Nam Dangi Dangkil Gargila Tsok Sangge Dang Chanchu Senpa Tsok Dangche Penam Labul Bargi O Dukche Korbe Dum Dushe Susul Shene Chinche Lapto Sul Sashi Bechi Chukshing Me Doktram Rira Bling Shi Um zu beginnen, damit ihr auch ein bisschen erahnen könnt, was euch heute erwartet. Wir werden die allgemeinen Gebete durchsprechen, auch so ein bisschen aufzeigen, wo wesentliche Punkte sind, warum wir das machen. Und dann gab es auch Fragen zur Gestaltung einer Sadhana. Und ich werde dann versuchen, eine aus dem Kopf, so, die ich so auswendig kann, vielleicht kurz als Struktur zu nehmen und das zu erklären. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Well, so the schedule for today, the roadmap for today, we will take a look in our common prayers. I will give some explanations on it. Why we use it, why we use this and then, and well, later, if it's time, I will give a short talk how to perform a sadhana, and I try to take one, maybe I know it by heart, and will explain some of these things, since I'm asked. How to get a roadmap through the practice session. Well, and I hope at the end we have some time for questions.
questions. Maybe you notice your questions now, just on a paper, and type it later in the thread. I can read the thread too, so no problem. But I will announce this later. Ja, und wenn es Fragen gibt, dann notiert euch die jetzt vielleicht so im Laufe der Zeit und schreibt die eine oder andere Frage dann auch in den Thread. Ich kann den Thread dann später auch lesen und darauf eingehen. Ja, zunächst einmal zum Hintergrund, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin schon einige Zeit im Vajrayana, intensive Praxis seit 15 Jahren und bin in der Tradition der Trikunkaji groß geworden und habe dort den fünffachen Pfad vollständig durchpraktiziert. Ja, vielleicht habe ich auch was verstanden dabei und etwas erkannt und dann noch einen Teil aus den sechs Yogas oder sechs Dharmas des Naropa und bin dann in die mehr mit der Nyingma-Tradition in Kontakt gekommen und schließlich in der Duchum-Linie hauptsächlich gelandet, wobei ich natürlich auch aus anderen Traditionen Erklärungen und Übertragungen erhalten habe. Well, some words to my person, so let me introduce myself. I'm in the Dharma since a long time, nearly 30 years, and since 15 years I'm in the Vajrayana and practice very intensive. First I, so my Dharma education started in the Trikunkaji lineage, where I practiced the fivefold path to Mahamudra, which I completed finally, and maybe I've realized something or not, but anyway, it was a very interesting time and full of signs and omens in this time too. Then I started also with the Narochodruk, the six dharmas or six yogas of Naropa, and practiced some of this too. Finally, I entered or I joined the Nyingma tradition more and more, and finally I came up in the Duchum tradition. But anyway, I'm still open for other traditions. I got some teachings and transmissions from other traditions too. Ja, soweit einmal kurz ein paar Worte, damit ihr auch wisst, auf wen ihr euch einlasst. Well, just a few words about my person. So you can prove and can decide if it's worth or not. Ja, schauen wir einmal in die allgemeinen Gebete. Well, let's have a look in our common prayers. Wir beginnen ja immer wieder mit dem Dashi Zigpa, mit den Versen der acht edlen Glückverheißenden. Und das ist eine sehr ausgezeichnete Praxis, weil man gewissermaßen zu Beginn gleich alles Gute und Heilsame einlädt. Ich werde nicht jedes Detail dazu erklären, aber man sieht, dass die Buddha, das Buddha, Dharma und Sangha eingeladen werden und dass aus den zehn Richtungen die Sugatas herbeigerufen werden, dann auch die acht großen Bodhisattvas, die mit ihren Wahrzeichen erscheinen und dann eben auch die acht glückverheißenden Zeichen und die acht Göttinnen werden eingeladen und dann die acht Könige oder die vier großen Könige der Hauptrichtungen und die vier der Nebenrichtungen auch mit ihren Wahrzeichen. Und die beten wir alle, dass wir alle schädlichen Einflüsse, alle Hindernisse, die mögen sie beseitigen und dass nur Glück und Wohlstand und Friede gedeihen möge. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beginn, sich einmal auf eine Praxis gut einzustimmen. Well, when we take a look in the Dashi Zigpa, it's the eight
noble, eight auspicious aspects what we supplicate. First, we supplicate the Buddha, Dharma, and the Sangha, and we invite them from the 10 directions. Then we invite the 8 Sugatas, and just to remember them, this led fortune and success spread all over the world. Then we supplicate to the 8 Bodhisattvas, and they arise with their symbols, with their individual symbols. Furthermore, we invite the 8 goddesses with their symbols, with the conch and the knot and the wheel, Dharma wheel, and the gyaltsen, the banner, the flag of victory, and so on. Well, then we invite the 4 great kings of the 4 main directions and the 4 kings from the lower directions, from the middle directions, and they arise too, since they are the protectors in the world. And we pray to this, may please remove all hindrances, all obstacles, and may peace, success, and wealth spread all over the world. That's a very important thing to invite the good and the positive energies, and then we start with the with this. I called it self-empowerment, since it's a kind of self-empowerment. So we do the 7-line prayer to Guru Rinpoche. Naja, und dann beginnen wir nach diesen Gebeten an die 8 Glückverheißenden mit einer Selbstentweihung, zumindest ich habe sie in der Überschrift so genannt, und wir beginnen mit dem 7-Zeilen-Gebet. Das 7-Zeilen-Gebet ist in der Nyingma-Tradition von ganz, ganz großer Bedeutung und beinhaltet eine Prophezeiung, die sich in der Einweihung zum Lama Dukdrob wiederfindet. Well, the 7-line prayer is very important in the Nyingma tradition, and it is related to a prophecy which you can also find in the empowerment text of the Lama Dukdrob. Well, since I've translated this empowerment text, it's a very long, it's not a very long text, but for this I have 9 pages. Maybe it's too long for today or not. In jedem Fall ist es so, dass in dieser Einweihung vom Lama Dukdrob die 7 große Tertöns oder 6 große Tertöns darin ihre Guru Rinpoche-Praxis zusammengefasst sehen. Dujum Rinpoche hat die verfasst. Well, the Lama Dukdrob is a practice, it's the so-called Ladrup Derka Dündi. It's a combined practice of the Lama. It's written by Dujum Rinpoche, and he took it out from various practice of 6 tertöns. It's a very important practice too in the Dujum tradition. And well, this is quite a long text, but it's mentioned there the importance of the 7-line prayer. Also in diesem Lama Dukdrob, in diesem Einweihungstext, sind von allen diesen Tertöns die Prophezeiungen aufgezählt und geschildert, und dort steht Folgendes drin, und das ist sehr wichtig, dass man sich das auch wirklich immer wieder ins Bewusstsein führt, nämlich Guru Rinpoche hat verkündet, wenn man ihn mit
Räucherwerk und mit Licht und schönen Worten anruft, dann erscheint er. Es geht natürlich auf eine Geschichte zurück, die immer wieder auch im Zusammenhang mit der Simbamukha erzählt wird, wo er bei einem Streitgespräch zwischen Buddhisten und Tirthikas angerufen wurde, weil die Buddhisten waren schon im Hintertreffen und haben dann gebetet, es möge doch irgendwer helfen kommen. Und eine Dakini ist erschienen und hat gesagt, ruft doch meinen Bruder an und er wird kommen, wenn ihr ihm Licht und Räucherwerk und schönen Gesang darbringt, und ruft ihn mit folgenden Worten an, eben mit diesem Siebenzeilengebet. Well, the most well-known story about the seven line prayer is Guru Rinpoche was called in a debate between Tirthikas and Buddhist monks, and the Buddhist monks they were close to lose the debate, so they made some supplications and prayed fervently, and in the night a Dakini arose and she told, well, call my brother with these words and offer light and incense, and then he will show up and will help you. Ja, er ist dann natürlich gekommen in Gestalt des Sangha Tradruk, also des Löwengebrüls, und hat natürlich die Mönche, die buddhistischen Mönche unterstützt, und schlussendlich haben sie dann auch gewonnen. Guru Rinpoche showed up in form of the Sangha Tradruk, the lion roar, and he supported the monks, and well, finally they succeeded in this debate. It's just a short, I make it brief, but it's a very nice story. And therefore we should remember Guru Rinpoche at least every 10th day in the month. Ja, und aufgrund dessen ist es auch üblich, sich an Guru Rinpoche immer wieder am 10. jedes Monats zu erinnern, am 10. Montag jedes Monats. Das ist natürlich ein spezieller Tag, und da ist es ist er am nächsten einem, ist er am besten. Well, just to take some from the text I told. Also, im Guhya Samaja wird verkündet am 10. Tag des Affenmonats, im 7. Monat und am 10. Tag aller Monate wird der Großmächtige Jambudipa, also den Rosenapfelkontinent, diese Welt mit Ausstrahlungen erfüllen. Und ich werde die höchsten und gewöhnlichen Verwirklichungen gewähren. Wer zu Lebzeiten den Lehrer praktiziert, wird zur Zeit des Todes begleitet sein und in mein Urgens Herz verschmelzen. Well, it's mentioned in the instructions of the Guhya Samaja. On the 10th day of the monkey month, it's the 7th month, well, I think it's the 5th month in the Tibetan calendar. Anyway, it's mainly in June, July. And on the 10th day of all month, the Almighty will fill up Jambudipa, the rose apple continent, which is our world, with radiations. I will grant the highest and ordinary realizations. Those who practice the teacher during the lifetime will be accompanied at the time of death and merge into my Urgyen's heart. Oder auch von Rikzin Gödenchen, dem großen Tirtha und der nördlichen Schätze. Wenn ihr wünscht, dass in Tibet Glück und Wohlergehen erscheint, am 10. Tag des zunehmenden Mondes zur Zeit des Sonnenaufgangs werden die Ausstrahlungen von Urgyen Padmasambhava erscheinen. Zu dieser Zeit mit Vertrauen zu mir und so weiter. Well, and some words from Rikzin Gödem, the great Tirthan from the northern treasures. If you wish for happiness and well-being to appear in Tibet, on the 10th day
of the waxing moon at the time of sunrise, the emanations of Urgyen Padmasambhava will appear at that time with trust in me, and so on. Ja, aus diesem Grund ist es wirklich wichtig, diese sieben Zeilen immer wieder zu sprechen und wirklich Hingabe zu entwickeln. Und das ist gewissermaßen auch eine Art Zufluchtsgebet. Well, it's quite important to recite these verses many times and do it with Mögü. In Tibetan it's Mögü. Devotion, with faith and devotion in the Guru. And, well, do it many times. And it's a kind of refuge prayer too. Ja, und auf der Seite 8 bittet man dann, dass er eben Platz nimmt und die Ermächtigungen überträgt. Man lädt ihn ein, man bittet ihn auch, dass er Hindernisse und falsche Führer und alle Blockaden oder eigentlich Unterbrechungshindernisse beseitigt, also die Hindernisse, die den Pfad zur Befreiung unterbrechen, dass er die beseitigt und die höchsten und gewöhnlichen Verwirklichungen gewährt. Well, now we are on page 8, and there we invite the Guru to come to this auspicious place, and we request the empowerments, and we ask him to remove hindrances, false leaders, and, well, Barje means hindrances which cuts the path to enlightenment. This should remove Guru Rinpoche, and he should bestow the highest or the supreme and the ordinary cities. And then we recite the mantra. We can do it in a fervent prayer as we do in these common prayers every time, but there's no need to do it just only three times. We can do it more, and we can recite it one mala, two mala, as much you like, if you do an individual practice. Ja, und dann rezitieren wir das Mantra, und das kann man natürlich auch in der Form von einem hingebungsvollen Gesang oder Gebet machen, so wie wir es auch sonst in der Sadhana oder in der Vorbereitung der Praxis immer machen. Aber es besteht kein Grund, das nur dreimal zu machen. Man kann es auch öfter machen, man kann es länger machen, und man kann natürlich auch mehrere Malas rezitieren. Eine Mala, mehr Malas. Also steht einem jedem frei, in der individuellen Praxis das auch auszudehnen. Und dann folgen auf Seite 9 die Verse, wo wir den Guru anflehen, er möge uns segnen, er möge unseren Körper segnen, unsere Rede segnen und den Geist segnen, eben damit unser gewöhnlicher Körper zu einem Buddha-Körper wird, dass unsere gewöhnliche Rede zu einer Buddha-Rede wird und dass unser Geist zu einem erleuchteten Geist wird. Und er möge bitte die vier Ermächtigungen gewähren, weil das ist eigentlich das Ziel der Praxis, die vier Buddha-Kayas auch zu entwickeln, und mit den vier Ermächtigungen wird gewissermaßen der Same für die Erlangung dieser Buddha-Kayas gelegt. Und er möge eben den Geistesstrom reinigen, und er möge die vier Pfade aufzeigen, und er möge auch eben mit dem letzten den Segen so geben, dass wir die vier Kayas erlangen. Und dann gibt es eben das Mantra dafür. Kaya Abhishinsa Om wird der Körper gesegnet, mit Vaka Abhishinsa A die Rede, mit Sita Abhishinsa Hum der Geist, und mit Sarva Abhishinsa Ri wird der gesamte Segen eben übertragen. Well, on page 9 we have a fervent supplication. We ask the Guru that he may bless our body, speech and mind, so that we so our common body become an enlightened body, our
common speech, an enlightened, enlightened speech, and the common mind, enlightened mind. And so we ask him to bestow the four empowerments, to bless or to purify the four streams, and so we can practice four paths, and finally we realize the four kayas, which is the goal of all Buddhist practice, or of the practice in the Vajrayana, but finally too in the other in the Mahayana too. And then we have the mantra, and with Kaya Abhishintse Om, we receive the empowerment of the enlightened body, with Vaka Abhishintse A, the empowerment of the enlightened speech. Citta Abhishintse Om means the enlightenment of, the empowerment of the enlightened mind. And Sarva Abhishintse Ri means now we get all these empowerments. Ja, und dann folgen zwei kürzere oder längere Anrufungen. Das erste von Emma Hoth, Rödel Jackie Yingishingham so bis zu Urgin Bemba Chungnila Solvatep auf Seite 11 ist eine Anrufung an die drei Kayas des Guru, und das kommt auch aus dem Ledunma. Well, then we have two supplications to the Guru. The first one starts with Emma Hoth Rödel Jackie Yingishing Gyamsu and ends on page 11 with Urgin Pema Chungnila Solvatep. Well, this is a supplication to the three kayas of the Guru, and first one is to the Dharma Kaya, the next one is Sambhoga Kaya, and the last one is to the Nirmana Kaya. Also the ersten sechs Zeilen und die ersten sechs Verse sind dem Dharmakaya betreffend, die nächsten sechs Verse dem Sambhogakaya betreffend und die letzten sechs Verse betreffen den Nirmanakaya. Well, and then we have the next supplication, which is also close in the meaning, close to this, and there is called also the eight sadhanas, the kagye, which is in it, and well, it's also an it's just auspicious verses to praise the Guru. We do this since we are used to do this. We could also do something different. Anyway, also das nächste sind dann etwas längere Anrufungen an den Guru, wo natürlich auch die acht Sadhanas drinnen erwähnt werden, die Kagye. Ja, es ist in der Bedeutung auch nicht viel anders. Und wir könnten natürlich auch andere Verse der Anrufung wählen. Wir sind es aber mittlerweile einfach gewohnt, dass wir das tun. Wir machen das seit 10 Jahren in dieser Weise. Aber man könnte das natürlich auch verändern. Alles, was flehentliche Anrufung ist an den Guru, kann man hier hineingeben. Well, we are used to do this since 10 years. And we can, if you like, you can also recite something different. So it's good to recite every fervent supplication to the Guru. It can be also something different from a different supplication to the Guru. There's no rule to do just or to do only this. But we are used to do this since 10 years. Ja, und dann ist das Gebet an die Yeshe Zogyar. Die ist natürlich auch ganz wichtig in diesen Anrufungen. Ohne die Yeshe Zogyar ginge gar nichts. Ja, ohne die Yeshe Zogyar ginge gar nichts. Es würde kein Vajrayana für uns wirklich zugänglich sein, weil in Indien ist es ausgestorben, ist nach Tibet übertragen worden, und das war es dann auch schon. Und wenn die Yeshe Zogyar, es gäbe schon noch Vajrayana, aber das wäre sehr schwierig. In jedem Fall, weil das würde nur mit der zweiten Überlieferungstradition, also mit der neueren Überlieferungstradition nach Tibet gelangt sein. Und ohne Yeshe Zogyar würde eigentlich nichts funktionieren. Also
ist auch in ihrer Lebensgeschichte vermerkt, wo Guru Rinpoche, also wo der Dharma-König Trisong Tetsen gerne Übertragungen aus dem Vajrayana hätte und er würde das gerne in Tibet etablieren. Und der Guru Rinpoche sagt, na, da musst du ihm eine Gefährtin geben, weil ohne Frau geht nichts. Ja, das sind beide ganz wichtig. Well, then we have this application to the Kantor Yeshe Zogyal, and well, without Yeshe Zogyal, we won't have any Vajrayana in Tibet properly. Maybe with the Sarma tradition, but maybe we don't know it. It's mentioned in the Namtar of the in the spiritual biography of the Yeshe Zogyal, when the Dharma King Trisong Tetsen asked Guru Rinpoche, please bestow teachings and transmissions of the Vajrayana. I want to establish this in Tibet. Guru Rinpoche told the king, well, then you have to offer me a wife for this, because otherwise the Vajrayana won't spread in an extensive way. So in Vajrayana, nothing works without ladies. Therefore, we have also to respect it. Yeah, it's a very, very important point in the 14 root samayas. Don't be bad to the, sorry for my English, don't be bad to don't treat wives bad since they are emptiness. This is a very important point in the 14 root samayas. Ja, also das mit der Frau im Vajrayana ist eine sehr wichtige Sache. Ohne Frauen würde Vajrayana nicht funktionieren. Ist auch in den tantrischen Samayas so drinnen. Das 14. Wurzelgelübde besagt auch, dass man Frauen nicht schlecht behandeln soll und nicht herabmachen soll, weil sie verkörpern Leerheit. Es wird dann manchmal auch noch umgekehrt erklärt, damit die Männer auch was davon hätten. Aber nachdem die Männer da nicht explizit erwähnt sind, lassen wir das ganz einfach so stehen. Frauen sind nicht schlecht zu behandeln. Well, sometimes they explain in the 14th root, in the 14th root samaya, well, this is also useful for men, so don't treat men bad. But anyway, it's not really mentioned there, so please respect this, don't be bad to the ladies. Respect it, it's very, very important. If you don't do this, then read the Namtar of the Yeshe Zogyal, especially the translation from is it Dulku Dondup or this one? Not the Keith Dauman translation, because the Arya Saleh, later the Nüden Dorje, she mentions there, since he treated her bad, you will have 13 lifetimes troubles and finally you will get enlightenment. Also das mit den Frauen, bitte schreibt euch wirklich wohin und merkt euch das gut, das ist ganz wichtig. Ja, ist wirklich ganz wichtig, weil es ist auch im Namtar, also in der spirituellen Biografie von der Yeshe Zogyal so vermerkt. Ich weiß jetzt den Titel auch nicht auswendig, ist es Dulku Dondup, Datang Dulku Dondup möglicherweise, aber es ist in jedem Fall die Biografie, nein, ich schreibe es euch, wenn es ist, in den Thread, nicht die Keith Dauman Übersetzung. In jedem Fall ist es dort vermerkt, dass ihr spiritueller Gefährte, der Arya Saleh, der später dann auch der Nüden Dorje war, sie schlecht behandelt hat, sich lächerlich über sie gemacht hat und so. Und sie hat ihm dann gesagt, auch wenn du hohe Verwirklichungen hast, aber aufgrund dessen, dass du schlecht mit mir und mit Frauen umgegangen bist, wirst du 13 Leben lang Probleme haben und erst dann die Erleuchtung erlangen. Also wirklich merken, Frauen verkörpern Weisheit. So please bear this in mind
the ladies are the manifestation of wisdom, timeless wisdom. Und die Yeshe Tsogyal ist in Tibet natürlich auch so wichtig, besonders in der Nyingma-Tradition, weil sie dem Guru Rinpoche geholfen hat, die ganzen Schätze, die Dharma-Schätze zu verbergen. Und ohne die würde es die Schatztradition nicht so geben. Es gibt zwar 25 Schüler und die hätten schon ein paar Dinge auch gehoben, aber es würde gewisse Schätze einfach so nicht geben. Well, the Yeshe Tsogyal is really important in Tibet, especially also in the Nyingma tradition, because without her we won't have this bunch of treasures. Well, there are 25 disciples of Guru Rinpoche, but some treasures won't be available if she didn't help Guru Rinpoche to bury the treasures. Ja, und dann eine spezielle Anrufung an die Lamas der Überlieferungslinie, und das ist mehr oder weniger lang, wir haben es da in kurzer Form, und dann ein Gebet an die Linie von Dujum Lengpa und Chikdara Yeshe Dorje. Zwischen Seite 18 und 19 lege ich dann auch manchmal noch gelbes Papier ein, ich drucke mir manche Einschubtexte auch auf gelbes Papier, keine Sorge, das sind keine Dakini-Texte, sondern einfach meine Zwischengebete, die ich auch immer wieder mal verwende, wenn es um die Rimet-Lamas geht, weil da kann man das auch einschieben. Well, then we have a supplication to the lineage, to invite the Lamas of the lineage, and then we come to the lineage of Dujum Lengpa and Dujum Rinpoche. And at this point, between page 18 and 19, I insert some yellow paper. No, it's it's no Dakini paper, it's no Dharma treasure, it's just my supplication to the Rime Lamas. At this point, I inserted it. It's a useful part. Ja, nebenbei bemerkt, wenn sich manche schwer tun, wir haben das, diese Texte ja immer in diesem kleinen, schönen, tibetischen Format. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, ist der Papiermangel in Tibet immer gewesen, wo man von einem Teil etwas herausgenommen hat, woanders eingeschoben hat, und somit hat man das nicht öfter drucken müssen. Well, I put it on this nice paper. It's like a Tibetan page called Pecha, and it's a real Tibetan style because lack of paper, they used this form because it was easy for them to insert some prayers and texts on other points in the practice. And to recognize this, I print it on yellow and the other is just on white. Ja, und um das auch ein wenig auseinanderzuhalten, optisch auch, habe ich das eben auf gelbes Papier gedruckt, während das andere eben weiß ist. Ja, dann gibt es Gebet an Dujum Lengpa und an Chitra Yeshe Dorje, Dujum Rinpoche. Und wir beten normalerweise nur bis Seite 20, Chitra Yeshe Dorje Sölvadep. Und die nächsten Zeilen sind auch noch im Grunde Anrufungen an ihn aus seinem Namtar-Gebet, also aus seinem Gebet seiner spirituellen Biografie. Das kann man machen, muss man aber nicht, und wir lassen es meistens auch weg. Well, then we do the prayer to Dujum Lengpa and the Dujum Rinpoche Chikdara Yeshe Dorje. And mainly we do just the four verses, which ends Chikdara Yeshe Dorje Sölvadep. But the next verses are also verses to Dujum Rinpoche. They are from the prayer to his Namtar, Namtar prayer. It's a prayer which is in form of a spiritual biography. And we
take it from there. Well, you can do it or you can omit it. It doesn't matter. Ja, und dann gibt es ein paar Verse an den Wurzellama. Und das ist natürlich immer etwas ganz Wichtiges. Man kann es aber auch kurz halten und eigentlich nach dem 7-Zeilen-Gebet an Guru Rinpoche und an die Yeshe Zogyal kann man oft schon zum Wurzellama springen. Vor allem, wenn das keine Praktiken aus der Dujum-Tradition sind, braucht man die nicht extra einladen. Aber es ist wichtig, immer an den Wurzellama zu denken, weil das gesamte Vajrayana seine Kraft wirklich aus dieser Anrufung und aus dieser Verbindung, aus dieser Hingabe und dem Vertrauen an den Lama, an den Wurzellama, die Kraft herausschöpft. Well, then we have some prayers to the root Lama. This is a very important point, because the whole Vajrayana is about the Lama. Yeah? Therefore, it's called also Lamaism. But it's really an important point. Without the faith and devotion, we won't realize nothing. Yeah? And so sometimes you can start with this prayer to the root Lama, or you do first the prayer to Guru Rinpoche and Yeshe Zogyal, and then you can omit the supplications and the lineage supplications is also from you can also omit the supplication to the Dujum lineage, especially if you do know practice from a Dujum lineage, but from a different tradition. Next week, maybe you will get an idea about this, because next week is Sangdoma and it's from Karma Chagme, so there's no need to supplicate to Dujum Lingpa and to Dujum Rinpoche. It's polite, but it's not the main point in it. Ja, und nächste Woche werdet ihr vielleicht eine Idee davon auch bekommen, dass man was auslassen kann, weil wenn wir nächste Woche die Sengdoma machen, dann ist das keine Praxis aus der Dujinblini, sondern vom Karma Chakme, und es ist dann zwar höflich, wenn man die Dujinblini anruft, aber nicht unbedingt muss. Aus dem Grund, damit man aber die Lehrer auch anrufen aus dieser Gegend, habe ich gebeten, dass ihr, wenn ihr an der Praxis teilnehmt, die Rime, die Gebete an die Rime Lamas ausdrückt. Well, I asked you, please print the Rime Lamas for next week, so we can insert this, and there's no need to omit the prayers to the both Dujam. Ja, das, wenn man es kurz halten will, kann man natürlich auch, für manche ist das schon eine sehr ausführliche, lange Praxis, dann einfach 7-Zeilen-Gebet sprechen und die Gebete an den Wurzellama, und dann kann man schon mit der eigentlichen Praxis auch beginnen. Well, if you want to make a really concise and condensed start, then just recite the Guru Rinpoche prayer and the prayer to the root Lama, and then you can enter the main practice. Ja, dann folgt das Gebet der 8 Zweige an den Lehrer. Das ist auch ein sehr wichtiges Gebet, und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch zu dem ein paar Dinge. Well, then we have the 8-branch prayer to the teacher. It's a very important practice, and I have the idea to talk about this. Also zuerst rufen wir den Vajra-Meister an, der auch gleichzeitig der glorreiche Buddha ist, und oder der die Verkörperung der glorreichen Buddhas der 3 Zeiten ist, und wir bitten, dass er Platz nimmt. Und das ist, und wir nehmen Zuflucht.
Ja, das ist eine sehr, ist ein sehr wichtiger Punkt. Well, first we supplicate to the Vajra Master, who is inseparable from the Buddhas of the three times, and we ask, please take seat, and by this we take refuge. Diese acht Zeilen, diese acht Zweige, die da drinnen sind, sind sehr, sehr wichtig, und jeder dieser Zweige ist ein Gegenmittel gegen ein Geistesgeist. Well, these eight branches are quite important, since each branch is an antidote to a poison, to a mental, or yeah, to a mental poison or poison in the mind. Und die Verbeugungen, das Zuflucht, also die Verbeugungen ist ein Gegenmittel bei Stolz oder gegen Stolz. Die Zuflucht ist das Gegenmittel für Respektlosigkeit. Opfergaben darbringen ist das Gegenmittel bei Geiz. Abbitte leisten ist das Gegenmittel für Hass. Sich am Heilsamen, besonders der anderen, auch zu erfreuen, ist das Gegenmittel für Missgunst. Die Geisteshaltung der überragenden Erleuchtung erwecken ist das Gegenmittel für Selbstbezogenheit. Den gewöhnlichen Körper darbringen ist das Gegenmittel für Anhaftung. Und das Heilsame der Erleuchtung widmen ist das Gegenmittel für Zweifel. Well, these eight branches are quite important. So, if you take refuge now, first it starts with the prostrations. This is an antidote for pride. The refuge, taking refuge, is the antidote to disrespect. Making offerings is the antidote to stinginess. Making amends is the antidote to hate. Enjoying wholesomeness is the antidote to ill will. Awakening the mindset of the superior enlightenment is the antidote to selfishness. Offering the ordinary body is the antidote to attachment. Dedicating the wholesome to enlightenment is the antidote to doubt. Well, that's really important to recite this many times and to establish this each branch in our mind. Ja, es ist wirklich sehr wichtig, das oftmals auch zu rezitieren und jeden dieser einzelnen Punkte im eigenen Geist zu entwickeln. Auf diese Weise beseitigen wir natürlich im Laufe der Zeit die entsprechenden Geistesgifte. Well, the point to establish each of these eight points in our mind is we remove these poisons in our mind. Ja, und dann ist die Mandala-Darbringung. Da gibt es eine lange Form, das 37-Punkte-Mandala, und die kurze Form, die kurze Form ist das sogenannte 7-Punkte-Mandala, und die rezitieren wir auch meistens. Well, then we have the Mandala offering. There's a long one and a short one. Generally we do the short one, but the 37 points is also the central idea in this Mandala offering. If we do the short one, the 7-point, anyway, we have to have an idea about the 37-point mandala. Also auch wenn wir das 7-Punkte-Mandala rezitieren, wir sollten zumindest die Idee vom 37-Punkte-Mandala haben. Und jetzt fragen sich immer wieder einige, ich muss das da mal wegtun, vielleicht sieht man dann auch etwas besser, jetzt fragen sich manchmal einige, wie denn diese Geste geht. Naja, wenn man nichts weiß, wenn man keine Ahnung hat, dann stellt man sich das vor, dass man etwas hingibt. Well, maybe some ask what you do with your fingers and your hands. So if you have no idea at all what you have to do with your hands in this part, just imagine you offer something. Aber es gibt natürlich auch eine Geste dafür,
Und die geht folgendermaßen. Well, we have some gesture, so we can do it with our hands and fingers. Und wir legen da die Hände verkehrt. Wir nehmen die Hände verkehrt. So please turn your hands. Und dann verschränken wir die Finger. Ja, dann verschränken wir die Finger. So we bring our finger together. Then we do our thumbs on the little finger, our index finger to our middle finger, and the back of our ring finger is together. Also, wenn wir die Finger so verschränkt haben, bringen wir die Daumen auf die Spitzen der kleinen Finger, die Zeigefinger auf die Mittelfinger und die Rücken der Ringfinger legen sich aneinander und dann haben wir eine wunderschöne Geste für dieses Mandala. Das hat eine große Bedeutung. Ja, ich höre euch jammern zum Teil. Ja, well, for this mudra, I hear you crying. Aber es ist nicht so kompliziert. Well, it's not so complicated. It's a pretty nice gesture with a deep meaning, with a very profound meaning. Ja, es hat wirklich eine tiefgründige Bedeutung. Jeder dieser vier Dinger da, das sind die vier Kontinente und der Berg Meru dazwischen. Und wenn wir das mit der Mala machen, dann ist das der Ozean, der die vier großen Kontinente und den Berg Meru umgibt. Well, it's a profound meaning. The four fingers here, these four points, yeah, are the four main continents and the ring finger in the middle is Mount Meru. And if you put the mala around this, then it's the ocean which surrounds the four continents in the Mount Meru. And that's the whole world what we offer. Ja, und das ist die ganze Welt. Da gibt es nichts außerhalb, die wir da bringen. Natürlich, das ist symbolisch. Well, that's symbolic. Ja. Gut. Dann erbitten der Belehrungen, das sollte man irgendwann einmal auswendig können. Ich hoffe, dass ich es nach 10 Jahren irgendwann auch einmal schaffe. Well, then we have some verses to request the teachings. I hope I know it by heart after 10 months, but no chance. Und diese vier Verse werden immer gesprochen, wenn es eine Einweihung gibt oder auch nicht, aber wenn Erklärungen gegeben werden. Also da wird dann das Dharma-Rad gedreht. Well, these four verses you have to recite it before the empowerments, maybe, maybe not, but especially before the teachings. And this means you ask to turn the Dharma wheel. Ja, so weit, so gut. Also bis zum Mandala ist das eigentlich ein ganz üblicher Ablauf. Well, that's it. Up to the from the start up to the Mandala, it's a quite common beginning of practice. Nach dem Mandala kann man mit der Hauptpraxis beginnen. Die werde ich später dann noch erklären. Well, after the Mandala offering, you can start with the main practice, but this will explain later. Auf den folgenden Seiten findet ihr dann ein paar Verse zum Reinigen der Rede. Vor allem mit Om Ahum, da gibt es die Visualisation, so wie sie im Text steht. Und dann findet ihr natürlich auf Seite 31 und 32 etwas, wo manche immer herumsuchen, wenn wir rezitieren, nämlich Ali Kali, Vajrasattva und Tendril Nyingpo. Well, on the following pages you have some verses to purify the speech. It's just like, just do it as mentioned in the text here. And then after purifying the speech,
On page 31, 32, you have the Ali Kali, the Vajrasattva and the Tantral Nyingpo. Diese drei Mantras, das Ali Kali, Vajrasattva und Tantral Nyingpo, sind sehr wichtige Dinge in einer Praxis, weil mit dem Ali Kali reinigt man die Sprache, mit dem Vajrasattva reinigt man alle Verfehlungen, die in der Praxis aufgetaucht sind, und mit dem Tantral Nyingpo festigt man dieses wechselseitig bedingte Entstehen. Well, these mantras are important in our practice because with the Ali Kali we purify our speech, with the Vajrasattva we purify all our faults within the practice, and by reciting the Tantral Nyingpo we make sure that the interdependent arising. Dann gibt es Mantras zum Vermehren, die kann man sprechen, muss man nicht. Dann gibt es auf Seite 34 eine Praxis zum Segnen der Maler. Das ist auch immer wieder mal ganz gut, vor allem wenn man Ansammlungspraxis macht. Well then, on page 33 we have some mantras for accumulation, but we can recite it or not. More important is page 34, especially if you do an accumulation practice. So there is a recitation for blessing the mala. And if you bless the mala, just take some saffron water in a small cup, sprinkle on it. Om Ruchi Ramani Pravataya Humpe Om Shri Bhemandati Shvari Hum Om Nidhi Bhemandati Shvari Hum Shri Bhemandati Shvari. And then just take it on the Guru bead and recite 108 times the Om Ma Hum. Also, man nimmt ein Tröpfel aus Safranwasser aus einem kleinen Gefäß, besprenkelt die Mala und rezitiert Om Ruchi Ramani Pravataya Hum Om Shri Bhemandati Shvari Hum entsprechend oft, und dann nimmt man der Guru Bärtle die Mala und rezitiert 108 Mal das Om Hum und segnet dadurch die Mala. Wenn man schnell machen will, wird es natürlich nicht 108 Mal, sondern lässt die einfach so durchlaufen, dann geht das natürlich auch, und stellt sich das aber vor, dass die Mala entsprechend gesegnet ist. Und dieses Om Shri Bhemanati Shvari Hum ist der Lotusherr des Tanzes. Well, if you want to do it in a quick form, just take it and do it with your hands. Well, it's not 108 times. Anyway, just visualize that it's blessed. And the Om Shri Bhemanati Shvari Hum means this is the Lord of the Dance, Pema Gargi Wangchuk. Ja, und dann gibt es auch die Praxis für Vajra und Glocke zu segnen. Ist auch so, wie es im Text da steht. Da nimmt man den Vajra vor dem Herzen und rezitiert Om Sarvatatra Gatasiddhi Prasasami Yatishta Ekastan Tarayahi Um Pavasoha. Ja, Vajra ist vor dem Herzen, den hält man zwischen Mittelfinger und Daumen, hält man so, und dann nimmt man die Glocke und hält sie an der Hüfte, Om Bansraganta Hum, und dann rezitiert man eben dieses Om Bansratamaranita und so weiter, und klopft dann, spielt mit der Glocke in die Richtung, das heißt, man, man macht Lärm. Well, so you recite these verses, take the Vajra between thumb and middle finger and hold it in front of your heart and recite Om Sabadatta Gadasiti Batsara Samaya Tishta and so on. And then take the bell, hold it on your lap, Om Bansara Ganta Hum, and then you hold it between thumb and middle finger, but you can hold also with the other fingers, and then just ring the bell and recite Om Vatsa Dharma Ranita and so on.
Ja, das ist noch ein Überbleibsel aus meiner Kaji-Tradition. Wir haben in der Dojo-Linie natürlich auch etwas, ist ein bisschen kürzer. Das müsste ich extra mal heraussuchen, irgendwo bei einer Feuerboja, glaube ich. Ja, bei einer Feuerboja ist es dabei. Oder irgendwo bei einer Retreat-Praxis. Well, this is left over from my Kaji time. We did it there before we did a practice. We have some similar stuff also in the Dujin lineage, but I have to figure out where it is. Maybe it's in the, at the beginning of a fire puja or of a special retreat practice. Ja, und dann sind wir eigentlich soweit durch. Und ich habe dann noch andere Dinge eingeschoben, die ich halt so für Retreat oder sonstige Praktiken brauche. Da kann man sich alles Mögliche hineinlegen. Und ist natürlich gut, wenn man bei diesen Praktiken immer wieder bunte Blätter einlegt, damit man die Sachen auch rascher findet. Well, I've inserted some texts here. What I need for different occasions. Here is just the Manjushri, if one asks for a mo or something to bless, I have a text and all this, well, all what's useful for certain occasions, and to recognize where it is, I have put it in between of colored paper, so it's easy to get the pages right in time. Well, and then we have the dedication and auspicious prayers. Ja, und dann haben wir die Widmungs- und Wunschgebete. Wir machen hier auf Seite 37 immer das Bekannte, die Verdienstübertragung. Verdienstübertragung, Widmung ist auch ganz wichtig, ist nämlich damit die Praxis nicht austrocknet. Well, here on page 37 we have the dedication. Dedication is a very important point in the practice. We do this because our practice should not become dry. We should not waste it. In a certain way, it's we put this on the Dharma account. Ja, in einer gewissen Weise ist das, als ob wir das auf den Dharma, auf das Dharma-Konto legen. Und es gibt einen Spruch, der auch in einem Film verwendet wurde. Was machst du, um einen Tropfen Wasser vor dem Austrocknen zu bewahren? Naja, man gibt ihn ins Meer. Und in dieser Weise trocknet die Praxis nicht aus. Well, there is a saying which occurs also in a movie called Samsara, and there is a the words are what you do that a drop of water won't become dry. Well, put it in the ocean. And by this, our practice is vital. Yeah, it won't become like a desert. Also auf diese Weise, durch die Widmung, bleibt unsere Praxis lebendig und sie wird nicht zu einer Wüste. Das ist ganz wichtig auch. Widmungs- und Wunschgebete sind ganz, ganz wichtig. Well, dedication and auspicious verses are very, very important points. Der Grund liegt darin, die kostbare menschliche Geburt erlangen wir nicht durch Zufall. Was die kostbare menschliche Geburt ist, werde ich in drei Wochen, ungefähr vier Wochen, erklären, wenn wir das Neundrum machen. Und die kostbare menschliche Geburt erlangen wir vor allem durch zwei Aspekte, durch Großzügigkeit und Wunschgebete. Und vor allem durch Wunschgebete stellen wir eine Verbindung her.
Durch Großzügigkeit wird ein Tendril hergestellt, also eine wechselseitige Bedingtheit, und auch durch Wunschgebete. Und aus diesem Grund, indem wir Wunschgebete sprechen, sind wir in der Lage, in einem nächsten Moment, in nächster Zeit, in Zukunft, in einem nächsten Leben, genau wieder auf diese förderlichen Umstände zu treffen. Well, the point in the dedication prayers and the auspicious verses is the precious human birth. We don't get the precious human birth by chance. There's some reason. The one is generosity. By this we make a very firm tendril, but that's not enough. We also make a tendril and a connection for the future, maybe for the next moment, next days, next weeks, months, years, or for the next life by the auspicious verses. This is really important. By this it's a kind of bridge, or it's like a seed in our mind stream, so we can recognize in future the precious human birth again. We get it again. What's the precious human birth with the eight freedoms and ten? How is Ausstattung? Anyway, I will explain it in 3 or 4 weeks when we do the Nundro. Ja, dann auf Seite 38 sind natürlich ganz viele Wunschgebete, und da wird dann alles Mögliche gedacht, auch die Verbindung zwischen Praktizierenden und Förderer, Sponsor, die Verbindung zwischen Praktizierenden und Guru und allen fühlenden Wesen und so weiter. Well, the next pages with the verses are about the connection about practitioner and guru, practitioner and Chindak, the sponsor, and practitioner and the sentient beings and so on. Ja, einfach durchlesen, was da drinnen steht, das ist immer sehr wichtig. Und wir machen dann ja immer auf der Seite 48 weiter, wo wir noch einmal uns auf die Dujam-Linie beziehen, aber man kann auch natürlich auf Seite 49 weitermachen oder ja, Seite 50. Seite 50 ist dann wieder was ganz Wichtiges. Well, we then we do the Pemi Ringyuk on page 48. This is about the Dujam lineage and so on. We can do also not the page 48, right at the page 49 or the page 50. If you want to make it short, just do the dedication on page 37 and at the end the prayer to the Lama. Also wenn man es ganz kurz halten mag, einfach auf Seite 37 die Widmung sprechen und dann auf der letzten Seite für das lange Leben des Lama, und man hat es auch gut zusammengefasst. Well, page 50 and 51. It's good to know it by heart. The page 50 and 51 is very important, because these are the prayers we do between the sessions. We end a session, if you have many sessions on the day, we end the session with page 50, 51. Also die Seite 50, 51, das sind sehr wichtige Gebete. Mit diesen Gebeten beenden wir eine Sitzung, wenn wir mehrere Sitzungen am Tag haben. Das sind sogenannte Zwischensitzungsgebete, wo wir dann nicht die ganze Widmung und das machen, sondern einfach nur dazwischen unterbrechen, und auch manchmal, wenn es eine Klopause gibt, das sprechen wir, weil es ist ein Bardo, ein anderer Bardo, und wir wollen nach dem Bardo ja wieder zurückkommen. Well, when we do this, on a day when we have many practices, it's a kind. We do it also when we do the when we have a break for going to bathroom or lunch or this. We will come back. Oh,
every break is a kind of bardo. It's something in between. And we will come back to this. And if you read this, in all my lifetimes, I will meet the precious teacher and so on. We should come back to this point. Ja, also wenn da steht, in all meinen Lebenszeiten möge ich immer vollendet reine Lehrer treffen und so, das ist dann wirklich so, dass ich da immer wieder auf das zurückkomme. Ja, und dann auf Seite 52 steht was Kleingedrucktes. An dieser Stelle fügt man wieder bunte Blätter ein und das sind die Langlebensgebete, die man da hineingibt. Und danach ist dann das kurze Langlebensgebet, wo alle Lehrer zusammengefasst sind und das Gebet, das Schüler und Lehrer untrennbar verweilen, weil die soll ja wirklich immer zusammen sein. Well, and on page 52 there is something in small letters in italic and there you can insert long life prayers. I printed on yellow pages there and that's important to put it inside here. And after this you have page 53, that's the concise prayer, long life prayer for the Lama, and then the prayer that teacher and disciple remain inseparable. Yeah, well, we should come together, we stay together. Ja, soweit einmal die allgemeinen Gebete durch. Well, that's all about the common prayers. Yeah. So I will do something more about how to start a practice. Also, jetzt werde ich noch etwas erzählen, wie man mit einer Praxis klugerweise beginnt, wie man das arrangiert. Wenn man praktiziert, sollte man natürlich Opfergaben aufstellen. Manchmal steht in den Texten auch drinnen, was aufgestellt wird. Meistens, wenn dann Fleisch, Blut oder sonst irgendwas vorkommt, wir sind im Vajrayana, ja, nicht vergessen, dann sollte man irgendwelche Teigdinge hinstellen, die rot sind. Meistens sind die roten dreieckig, und das, also so dreieckige Opferkuchen, kleine, und das würde auch schon reichen. Well, if you set up an altar, maybe you can read something about the offerings in the text. Sometimes it's mentioned there, and if it's mentioned something about meat, blood and so on, well, there's no need to put this in real here, but make a triangle-shaped dorma. And make it out of dough or marzipan like this, and just in this size, and it should and color it red. That's all about. Please consider we are not in the Mahayana, we are in the Vajrayana, therefore we offer also meat and this stuff. Wenn ihr sowas nichts habt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das anfertigen könnt, visualisieren geht immer. Well, if I don't have any stuff, well, then visualize it. That's always a proper way. Aber wenn möglich, dann gebt zumindest einen Keks hin. Schaut, wie viel im Text da drinnen erwähnt wird. Da gibt es manchmal was für Hinderer oder sonstige. Zählt das auf und dann gibt es unterschiedliche Teller, wo man das hinauf tun kann, kleine Dinge, und die kann man, mit denen kann man gut was machen. Well, if you have no idea what to offer, please, if it is possible, take any substance. You can, if you don't have an idea how to make this torma, just offer a cookie. It's also okay. It's a kind of bribe or a Thanksgiving anyway. Check the texts where you have to offer these things, and you can put it on small plates. Sometimes I have, many times I have no time to make a proper torma, so I just put a cookie on it
and offer a little bit. It can also be a dry grape. No problem. A dry grape, this is for sweet offerings, or if you have dry meat, that's the wrathful offering. Also man kann vielleicht auch eine Rosine nehmen als süßes Opfer, als weißes Opfer oder ein getrocknetes Fleischstück als zornvolles Opfer. Das ist auch möglich. Ihr könnt natürlich die traditionellen Opferschalen aufstellen. Wenn ihr die nicht habt, dann schaut zumindest, dass ihr ein Teelicht anzündet, eine Kerze und ein Räucherwerk hinstellt und für die Schützer entweder ein Glas Bier oder ein Glas Schwarztee. Well, you can set up on the altar the traditional offerings, the outer offerings, inner offerings, peaceful offerings, wrathful offerings. It's nice to arrange this, but if you have nothing at all, try to offer a candle, tea light, and some incense. This is auspicious. And for the protectors, arrange a cirque, which contain it's just a glass of beer or black tea. Yeah. So weit, so gut einmal. Well, that's it for the moment. Just a sip for my voice. Ja, und dann habe ich hier gesagt, dass ich etwas zu einer Sadhana erzähle. Ich werde es aber doch nicht aus dem Kopf heraus oder auswendig machen. Die Gefahr der Verwirrung ist dann doch zu groß. Well, I promised to talk about how to work with the Sadhana, but I won't do it by heart. It's better to use a text. At least for me, otherwise I may confuse you, if I didn't have it. Ja, bei einer jeden Sadhana, also noch einmal bei den allgemeinen Gebeten, nach dem Mandala darbringen, nach der Anrufung an den Guru und nach dem Mandala darbringen, wenn man mit der Sadhana beginnt, gibt es natürlich auch unterschiedlich lange oder kurze Praxistexte. Well, if you start with a sadhana, you have some possibilities. If you do it in a long or in a short way, the common prayers after the supplications and prayers to the guru and the offerings, the offering of the mandala, you start with a sadhana, and maybe you have a concise daily practice or an elaborate practice. Elaborate practice means what we did with the green Tara or the Rigtsin Tüpa Techen Namrol, or well, this is a long one. The Ratsin Bamukha was a concise one. Also kurze oder lange Praktiken ist jetzt einmal dahingestellt, aber so als Idee, was wir mit der grünen Tara oder der Rigtsin Tüpa Techen Namrol gemacht haben, das ist eine lange Sadhana, das sind so Praktiken, die über zweieinhalb Stunden gehen. Die rote Simba Mokha ist ein kurzer Text, ist eigentlich ein täglicher Praxistext. Und wenn man mit seiner Sadhana beginnt, sind meistens zu Beginn Liniengebete, manchmal auch nicht. Well, and if you start with a Sadhana, so sometimes you see some lineage prayers. Sometimes there are no lineage prayer. Und das Liniengebet hat folgende Funktion, nämlich, dass man den Segen der Linie herbeifleht.
Ja, da steht auch immer dieses Selber Deb so. Selber Deb means, bedeutet, dass man etwas herbeifleht, und manchmal steht auch, dass etwas gesegnet wird, Gingilab oder sonst irgendwas. Ja? Well, the meaning of the lineage prayer is, you invite the blessings from lineage. Therefore, it's mentioned sometimes Selva Tepsa, which means a fervent prayer, or a Gingilab, the bless me. These are the common words in it. Ja, und dann nach dem Liniengebet beginnt man normalerweise mit einem Zufluchttext, wenn einer drinnen ist. Wenn keiner drinnen ist, dann war die Zuflucht schon vorher beim Siebenzeilengebet. Well, after the lineage prayer, we do the refuge, but if there's no refuge prayer, especially in this text, then the refuge happened with the seven line prayer to Guru Rinpoche. Es gibt bei einer Sadhana normalerweise immer drei Teile: Einleitung, Hauptteil, Schluss, oder vorbereitende Praktiken, Hauptpraxis und abschließende Praktiken. Well, a sadhana contains three parts. The first one are the preliminaries, middle part is the main practice, and then you have some concluding practices. Und zu den einleitenden, vorbereitenden Praktiken und Gebeten und so gehören Zuflucht, Erleuchtungsgeist erzeugen, die Hindernisse vertreiben, abkauft, man bringt den Ortswesenheiten einen durch, und dann werden die Hindernisse verbannt. Well, the preliminary part contains refuge, bodhicitta, develop bodhicitta, then you expel the hindrances, and maybe before banishing the hindrances, you can offer a white dharma to the local beings, local deities. It's a kind of paying them so they won't make any problems, and they hand you on the land. Ja, und wenn die Hindernisse dann verbannt sind, gibt es vielleicht Mantra oder auch nicht dafür, dann meditiert man einen Schutzkreis, meistens oder auch nicht, und fleht den Segen herab und bringt die und segnet die Opfer. Substanzen. Well, and after banishing the hindrances, maybe there are some mantras by this you banish the hindrances, then you meditate the protection circle, and then you it's the descent of the blessing, and then you bless the offering substances. Maybe there are a few parts more, but that's the main point. Also vielleicht gibt es noch das eine oder andere mehr, was bei längeren Praktiken manchmal drinnen ist, aber das sind die Hauptdinge. Bei kürzeren Praktiken gibt es vielleicht nur Zuflucht, Bodhicitta, und dann springt man schon weiter in die Hauptpraxis. Well, if you have a very concise daily practice, maybe you have just the refuge and the bodhicitta part, and then you enter the main practice. Und die Hauptpraxis besteht dann auch wieder aus mehreren Teilen, entweder ausführlich, dass die drei Samadhis meditiert werden, der Samadhi der Soheit, der Samadhi der alles erhellende Samadhi und der Samadhi der Ursache. Well, if you have a long practice, you have also many parts in the main practice. It starts with the meditation of the three samadhis. The samadhi of suchness, the samadhi of the all-illuminating samadhi, and the samadhi of the cause. Und dann folgt das Visualisieren, das Hervorbringen, das Erscheinen von Palast und Gottheit. Also man verwandelt Welt in den himmlischen Palast und sich selbst in die Meditationsgottheit. Well, then you have the visualization of the
celestial palace, the mandala, and yourself as the deity. So the world is the mandala, and the and oneself is the deity. That's the main point in the so-called Kirim, the stage of visualization or creation. Also das ist diese Visualisation von Mandala und Gottheit, das ist der wesentliche Punkt, diese Verwandlung im Kirim, also in der Erzeugungs- oder Visualisationsphase. Danach kann es die Einladung geben vom Weisheitswesen, dass das herabkommt und untrennbar mit dem Samaya-Wesen, was man selbst ist, verschmilzt. Well, maybe then you have an invitation of the Samaya beings and this have to descend and dissolve into the Samaya Sattva, which is oneself. Or you offer a seat, do the prostrations, and then you have a part of offering and praise. Ja, und dann gibt es eben auch noch, damit ich es richtig habe, das Anbieten von einem Sitz, das Ausführen von Verbeugungen, das Darbringen von Opfergaben und den Lobpreis. Und danach folgt die Mantra-Rezitation. Und die Mantra-Rezitation hat immer bei ausführlichen Praktiken drei Teile, zumindest, nämlich eine Annäherung, wo man sich selbst als Gottheit visualisiert, dann eine Verwirklichung, wo man den Segen der Buddhas und Bodhisattvas und Gottheiten und allen zu sich einlädt und auch die Welt und die Wesen noch einmal verwandelt und in reine Länder und Gottheiten verwandelt. Und der dritte Teil sind die Aktivitäten, wo bestimmte Aktivitäten halt ausgeführt werden, entweder mit speziellen Rezitationen oder Visualisationen. Well, if you have in the recitation three parts, the first one is the approach, you visualize yourself as the deity. The second one is the trupa, the accomplishment, you visualize to get the blessings from the Buddhas, Bodhisattvas and deities and so on, and you transform the six realms into pure lands and the beings in deities. And the third part is the activity, and you do the activity, well, it's a visualization and or recitation. This is a huge topic anyway. Danach, nach der Rezitation, normalerweise immer Adikari, Vajrasattva, Tantra, Ningpo, vielleicht auch noch Opfergaben darbringen, sollte man vielleicht kennen, und dann kann man wieder dann kommt man zu dem nächsten Teil. Well, after the recitation, we do the Alikali, Vajrasattva, Tantra, Ningpo. Maybe you do also some offerings or not. Anyway, but this is the conclusion of the main part of the practice. Also das ist so der Hauptteil, und dann kommt man zu einem weiteren Teil. Entweder macht man einen Zog, also ein spirituelles Festmahl, um Hindernisse zu bereinigen, die Gelübde zu erneuern und Verdienste anzusammeln. Well, then is the next part, you can do the Zog. It's a spiritual feast or a banquet. And we do this to purify hindrances, to renew the samayas and to accumulate merit. Das ist ein sehr ausführlicher Teil, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Und wenn man den dann fertig hat, den Zog, kann man dann eben die Verwirklichungen empfangen, wieder die Fehler bereinigen und dann die Auflösung und das Wiedererscheinen praktizieren. Well, I want to talk about the details in the Zog, since this is a huge topic and we're quite late in time.
But anyway, after the talk, you ask for receiving the cities. Then you do the you purify the faults in the practice, and finally you do the dissolution and the arising again. Yeah, dieses Auflösen am Ende ist ganz wichtig. Dieses Auflösen ist ein Gegenmittel gegen die extreme Sichtweise des Ewigkeitsglaubens, also dass etwas dauerhaft besteht, und das erneute in Erscheinung treten ist auch ein Gegenmittel gegen die extreme Sichtweise des Nichtigkeitsglaubens, also dass gar nichts mehr ist. Well, the dissolution and the re-arising are two important points, because with the dissolution, it's an antidote to the belief of eternalism. So it helps you not to believe in an eternal soul or like this. And the re-arising is an antidote to nihilism. So it works against the belief, well, there's nothing at the end. It's just a big nothing. So, and these are really important points to consider in the practice. Ja, das sind wirklich wichtige Punkte, die man in einer Praxis berücksichtigen soll. Wenn man Zog macht, well, if you do a Zog. Also, wenn man Zog macht, dann sind ein paar Dinge wichtig. Bevor man einen Zog macht, kann man beispielsweise noch die Schützer einschieben, die Schützerpraxis. Das kann ein kurzes Schützergebet sein, wo man ihnen einen goldenen Trank, also einen Sirkim, darbringt. Well, if you do the Zog, you can do before offering the Sirkim. This can be a very concise practice, but you can do also this in an extensive way. Wenn man die Schützerpraxis fertig hat, dann ist ganz wichtig, bevor man mit dem Zog startet, dass man die Gelübdebrüche bereinigt, weil der Restzog nicht mit gebrochenen Gelübden gegeben werden darf. Und deswegen feiert man auch einen Zog, damit man eben diese Gelübdebrüche bereinigt oder bekennt, bereinigt und die Gelübde erneut nimmt. Well, if you do a Zog, so after the Dhammapala, you have to do the confession practice. It's really important to do the confession in a proper way, because you purify the breakages, the faults, and all the mistakes of your vows and samayas, because you're not allowed to give the lagma, the reminder, with broken vows. And therefore, we offer a tzog in general to purify this and to accumulate a proper merit. Es ist wirklich wichtig, dass man das auch macht. Macht bitte nie einen Tzog ohne vorher Bekenntnisgebete. Well, it's a really important point, so please don't perform any tzog without confession before. Yo! Ich bin, glaube ich, soweit fertig, oder wie jemand gesagt hat, ich habe fertig. Well, that's it. So, I take a look in my computer. Maybe you have some questions. Also vielleicht habt ihr ein paar Fragen. Dann schaue ich mir die an, wenn das möglich ist. Weiß man ja nicht. Wenn ich mich finde. Right.
Ja. Also, falls es Fragen gibt, ihr könnt die jetzt hinschreiben in Deutsch oder in Englisch. Well, if you have some questions, so please write it in German or English. Ja, weil ich es gerade sehe, die Tibeter sind sehr substanzgebunden. Well, I see it in the thread. The Tibetans are really fixed on substances. Also tut euch die Opfergaben nicht nur vorstellen. Geld bringt die auch wirklich da. Ihr wollt ja auch wirklich was realisieren. Also, und nicht nur eine theoretische Befreiung und Erleuchtung. So, if you So, if you, because you recognize in the thread, do not only visualize the offerings. That's really important because substance is really useful. We have some bodies. We have bodies, and they are not without substances. Yeah. And so we suffer physical pain. We have a physical suffering, and some part of it is also to get a release from this. So you won't get a liberation or release just theoretical or just mentally. Also wir haben einen Körper und der besteht aus Substanz, ja, auch wenn sie sehr beweglich und vergänglich ist. Aber vielleicht gibt es auch körperliche Schmerzen oder so, und da ist wirklich wichtig, dass man das auch in Handlung macht. Da gibt es noch einen Punkt, der ist auch so zentral für die tantrische Praxis. Manchmal findet man in den Texten es erwähnt, dass etwas durch Mantra, Mudra und Samadhi gesegnet wurde. Well, there's a point which is also interesting for Vajrayana. Sometimes you see it in the italic letters, in small letters. It's blessed by Mantra, Mudra and Samadhi. Diese drei Punkte, Mantra, Mudra und Samadhi, sind Körper, Rede und Geist. Ja? Mantra ist die Rede, Mudra ist der Körper und Samadhi ist der Geist, die Konzentration. Well, these three points, Mantra, Mudra and Samadhi, they relate to our body, speech and mind. Mantra means speech, mudra means body, and Samadhi means mind. It's the concentration. Und nachdem wir, ganz wichtig jetzt, gell, für alle kleinen Zauberer hier unter uns, für die Zauberlehrlinge, männlich, weiblich, auch ganz wichtig. Im Gewöhnlichen haben wir drei Tore der Handlung, Körper, Rede und Geist. Die werden im Laufe der Praxis in die drei Kayas, also Kusung Duk, in den erleuchteten Körper, die erleuchtete Rede und den erleuchteten Geist transformiert. Well, we have three aspects of our being. Body, speech and mind. These are the so-called three doors of activity. We can't do any mess without these three doors. And in a practice, in a sadhana, we transform or transfer. In some sadhanas, it's still it's a transference. We transform these three doors in Lunagyi. We transform Lunagyi in Kusung Duk, which means we transform our common body into the enlightenment body. We transform our common speech in our enlightenment speech, and we transform our common mind in an enlightenment mind.
And therefore, we have also to consider substances as an aspect of body. Also wir müssen Substanzen auch berücksichtigen in dem, nämlich als einen Aspekt des Körpers. Und wenn es darum geht, dass sich wirklich physisch etwas manifestiert, wir brauchen eine Stütze. Deswegen haben wir Torma. Das sind Stützen. Well, if you, that's really important for all little sorcerer here in the stream, for all sorcerer at apprenticeship. if you really want to manifest it, you need a support. Therefore, we have status, tormas, and all this stuff. It's a support. That's really, really important. So, if you health, yeah, it's a important topic nowadays. Also, Gesundheit. So, heutzutage natürlich ein wichtiges Thema. So, if you like to support your health, then release animals. Do it physically, do it real, but not in the winter. Maybe you can buy some fish and put it in the river or in a lake. But in summer you can buy some more grasshopper or this and let them free. Also wenn ihr wirklich Gesundheit erlangen wollt oder Gesundheit stützen wollt, dann tut Tiere befreien. Tiere, die dem Tod geweiht sind, Futtertiere. Und natürlich jetzt im Winter ist das etwas eigen, aber da kann man zum Beispiel Fische kaufen, das geht einigermaßen, und die ins Wasser, in einen Fluss geben, in einen See. Ja? Und im Sommer kann man Heuschrecken oder Grillen oder sowas kaufen und die freilassen. Auf diese Weise, das ist wirklich eine physische Stütze. Oder Reichtum wollen ja auch manche. Und auch im Dharma ist so, ohne Moos nichts los. Und Buddha hätte auch ohne irgendwelche Sponsoren nicht den Dharma so verbreiten können. Es braucht eine Stütze dafür. Und die Stütze ist, damit Geld zu einem kommt, dass man natürlich auch sinnvoll das Geld gibt. Spende, Großzügigkeit ist die Wurzel für Reichtum. Well, beside health, the next one is wealth. people want to get some wealth, and well, without wealth, nothing will happen in the Dharma too. It's the same everywhere. Buddha won't be able to spread the Dharma properly without his sponsors. So the root of wealth is generosity. That's it. Don't be stupid in generosity and waste your money, but offer it in a proper way. Jo. Also man braucht wirklich, wenn sich was in dieser Welt manifestieren will, eine Stütze. Es ist egal, wie groß, wie klein, das ist wurscht. Aber es braucht eine Stütze. Well, if you really want to manifest something, you need a support. It doesn't matter how big or how small. It doesn't matter at all. But you need a support. On page 39, there is a question. I have to figure out what's on page 39. What's on page 39? Yeah,
Also da war eine Frage jetzt, was das bedeutet auf Seite 39, das ist es. Well, this is it or that's it. Better translation is that's it. It's just a translation of that is written in Tibetan. Je-da means that's it. No, there's no special meaning in it. Also, das ist es, das steht einfach auf Tibetisch da, das ist die Übersetzung. Dieses Je-da heißt einfach, das ist es. Okay, Mandala-Visualisation. Welches Mandala wird visualisiert? Jetzt ist die gute Frage, welches Mandala visualisiert man? Was ist mit der Mandala-Visualisation gemeint? Well, there is a question about Mandala-Visualisation. Well, it's a really good question, because which Mandala we visualize? So, moment, I have to put my laptop on a proper place. Ich kann jetzt leider, hat also ein neuer Kommentar, wow. Also ich gehe auf die zwei Aspekte von Mandala ein. Well, I will consider both parts of Mandala. Also ein Aspekt von Mandala ist das, was wir in den allgemeinen Gebeten drinnen haben, eben diese Welt darbringen. Da wird genau das visualisiert, was im Text drinnen steht. Ich kann auch gerne so ein Bild zur Verfügung stellen. Das ist im Grunde eine eiserne Plattform. Einmal da habe ich sowas Stein, aber das werde ich jetzt nicht herbeiholen. Eine eiserne Plattform und darüber sind drei Ringe, die angefüllt mit Getreide oder Edelsteinen sind und oder mit bunt gefärbten Reis und oben ist der Gyaltsen, also das Siegesbanner. Und das ist zum Verdienstansammeln. Und man visualisiert bei der Verdienstansammlung wirklich alles das, was im Text drinnen steht. Well, one point of the mandala is what we have in our common prayers, the 37 points mandala. Well, visualize this, what is mentioned in the text. That's the main point in it. In general, I have some on the altar, but I won't jump around to show it. It's a metal plate, and there are three rings on it, which symbolize all this mandala, and the three rings are filled with grains, maybe a colored rice, colored by food color and or some jewels or like this, you can some precious things you can put inside, and at the top is the so-called Gyaltsen, the victory banner. Well, but the visualization is just do it what's mentioned in the text. If you have no idea, just ask me after the talk. I can also send you a picture for this kind of Mandala. Ja, und wenn es dann darum geht, das Mandala zu visualisieren in der Hauptpraxis, das ist natürlich eine eigene Sache. Die ist aber auch nicht so schwierig, weil die steht im Text. Und das kann sein, dass die Figur einzeln ist, reicht. Rundum ist vielleicht ein Leichenplatz oder auch sonst was. Sie steht irgendwo drauf. Wenn ich es jetzt mir einigermaßen auswendig vorstelle, ist da ein Lotus, eine Sonnenscheibe darüber, vielleicht ein Leichnam und die Simbamoka erscheint entsprechend und ist in einem Flammenkranz. Und die kann ganz alleine dort stehen. Well, maybe so for the Mandala visualization in the main practice. Well, that's mentioned in the text. Do this, what's mentioned in the text. If it's a single form, then you're really happy. That's not quite difficult.
There are more elaborate mandalas, such as Kala Chakra Okage. They have more than 700 deities in it. But in general, there's a lotus, and for the simple mukha, sun or moon disc with a corpse on it, and then the simple mukha arise within the blazing fire. Well, it's easy. Ja, manchmal gibt es dann auch noch vier Figuren rundum oder acht Figuren oder noch mehr. Das ist eben so, wie das im Text beschrieben ist. Das ist das Mandala. Also die umgebende Welt in diesem jeweiligen Praxistext, das ist Mandala. Manchmal ist es ein Palast, in dem man drinnen ist, manchmal ist es ein Leichenplatz, wo ein Blutozean ist und so. Das ist ganz unterschiedlich, da muss man schauen, was ist im Text als Visualisation erwähnt. Und man kann froh sein, wenn man nur ein Mandala mit einer Figur hat. Das ist sehr einfach, es gibt sehr ausführliche Mandalas, Kala Chakra oder Kagye. Kala Chakra, Kagye, die haben 720, 740 Figuren, kann man sich anstrengen beim Visualisieren. Well, sometimes you have just one figure in the center, the main, the principal figure in the center. This could be enough. Yeah, it's just mentioned in the text what you have to do. Otherwise, you have maybe four figures around, or eight, or something more. Yeah, you have to look in the text what's there, and sometimes the deity is in a celestial palace, and then you have an ocean of blood, or you're on the cremation ground. It's different. You have to look in the text. It's not possible to make a general explanation what I have to visualize for the mandala. Also man kann nicht so generell sagen, was visualisiere ich als Mandala. Man muss das im Text schauen, das ist als Mandala gemeint. Was aber wichtig ist, und das ist für eine Sadhana-Praxis wirklich wichtig, das werden wir dann in weiterer Folge in den nächsten Monaten noch anschauen, beim Namjang, also bei Buddhaschaft ohne Meditation. Well, there's no chance for a general explanation on how I have to visualize the mandala, yeah, because it's a specific practice. No practice is the same with the other, but there are some points which are really important, and we will study this when we do the Buddhahood without meditation, the so-called Namjang, in the next few months we will do this. Was wichtig ist, bei dieser Visualisationspraxis ist, dass man die Visualisation so klar wie möglich hat. Drei Punkte sind wichtig. Ja? Die Klarheit der Visualisation. Well, for the Kirim, the visualization there are three points which are really, really important. One is the clarity of the visualization. That's really important. Wenn man nämlich visualisiert, erscheint Geist in Bewegung. Wir visualisieren ja die ganze Zeit Welt, wie wir den anderen sehen. Gerade jetzt visualisiere ich. Klar, ich muss da in die Kamera hineinschauen, ich sehe von niemandem im Gesicht. Ich muss mir ganz viel vorstellen. Und das ist Visualisationsarbeit, und das Gleiche kann man als Gottheit, Palast und so, visualisieren. Well, we visualize also in our daily life. Right now, I visualize you sitting around or something else, but I have to visualize, since I just look in a very tiny camera and I can't see anybody. Well, it's a kind of visualization, and this arises in my mind.
Also, die Klarheit der Visualisation. Ja? The clarity of visualization. That's one point. Der zweite Punkt ist die Reinheit oder die reine Sicht. Well, the second point is purity or the pure view. Reine Sicht bedeutet, dass man versteht, manchmal bekommt man es im Detail erklärt, in der Praxis vielleicht auch erwähnt, öfter aber auch nicht, was jedes einzelne Detail in der Visualisation bedeutet. Well, sometimes you get an explanation about the meaning of every detail. An explanation on the meaning of each detail, and sometimes you don't get it. Sometimes it's mentioned in the text, sometimes there's nothing in the text, and you can ask the lama and he say, I have no idea. Well, that's not a bad lama. He's really honest, because sometimes they have no idea, because there is nothing mentioned. Also, manchmal versteht man das, weil es im Text steht, manchmal versteht man auch gar nichts zu dieser reinen Sicht, zu dieser Bedeutung von jedem einzelnen Detail. Und dann fragt man den Lehrer, was das bedeutet. Und der sagt dann, tut mir leid, weiß ich nicht. Und das ist kein schlechter Lehrer, sondern der ist ehrlich, weil der weiß das manchmal wirklich nicht, ganz einfach, weil es nirgendwo erwähnt ist. Und dann müsste er sich irgendwas anderes einfallen lassen, macht dann aber keiner. Ja, jedes einzelne Symbol hat eine Bedeutung. Beispielsweise, warum visualisieren wir uns in Gestalt einer Gottheit? Es gibt ja das nicht quasi im Dharma, ja, in der Form, aber warum visualisieren wir uns in dieser Gestalt der Gottheit? Eben, um unser Anhaften an den gewöhnlichen Körper zu bereinigen. So, why we do the visualization of a deity? Well, there are no gods and deities. Sure, there is something in the Dharma, but it's not a main part to pray to a god. Yeah, but why we do this? This is a skillful mean, and we do this to purify our habit to grasp a body, a common body, as we do. Und indem wir das immer wieder machen, erschöpfen wir diesen Impuls, dieses Greifen und Festhalten nach einem Selbst. Und das ist der Kern aller Probleme. Well, and because we do this many, many, many times, really many times, we exhaust this grasping and this fixation to a self. And self-attachment is the main point of all suffering. Therefore we do this. Und wir visualisieren uns dann auch in einer bestimmten Farbe, die mit einer bestimmten Buddha-Familie in Verbindung oder mit einer bestimmten Aktivität in Verbindung ist. Wir haben bestimmte Handsymbole bei den Dakinis, hauptsächlich irgendwo einmal eine Kapala, die für das Durchtrennen der Ich-Anhaftung steht, oder die fünf Schädeln, die Schädelkrone, die für die Buddha-Familien steht, die Halsketten und vielleicht irgendwelche anderen, also so, vor allem wenn das so 51 abgeschlagene Köpfe sind, sind das dann die 51 durchtrennten Gewohnheitsmuster vom Skanda der Gewohnheitstendenzen und so weiter. Ja? Also ein Gesicht heißt, dass man ein Gesicht heißt, dass man die eine Sicht hat. Die drei Augen, dass man alle drei Zeiten überblickt. Es sind ganz viele verschiedene Bedeutungen. Die zwei Hände sehr oft Methode und Weisheit. Das ist sehr, sehr häufig.
Well, there are many points of the pure view and the symbolic meaning. One face means you have the one view, three eyes. You can see in all three times. Maybe you have five skulls, a crown of five skulls. This means the Buddha families. Or you visualize yourself in a certain color. This is related to the Buddha family. Or you have for the Dakinis a skull cup, which means they've cut through the ego fixation, and maybe you have two arms or two hands, which means the skillful means and wisdom, method and knowledge. These are special points, and you have to figure out what's going on. Also, das sind wirklich wichtige Punkte, und da muss man wirklich hinschauen und das Verstehen probieren und was da vor sich geht. Und wirklich verstehen, dass wir also wirklich diese reine Sicht haben. Erster Punkt, Klarheit der Visualisation. Zweiter Punkt, reine Sicht. Well, so first point is clarity of the visualization. Second point is the pure view. Ja, reine Sicht bedeutet, also jetzt nicht schmutzig nicht, reine Sicht bedeutet, es ist unbefleckt vom Greifen nach einem Selbst, also nach einem Ich, nach, ja. Pure view means nothing about dirt or like this, it's nothing against the trash basket, no, no. Pure view means it's untainted from grasping to an ego. Ja? Reine Sicht bedeutet auch, dass es lichthaft erscheint, ja? Wie Licht. Well, pure view has also the meaning of it's a kind of luminosity. It arises in a body of light, also man erscheint gewissermaßen in einem Lichtkörper. Und das dritte ist der Gottheitenstolz. Das ist dieses Wissen und das Vertrauen, das man hat, dass man diese Gottheit ist, die man meditiert. Und Gottheit ist in dem Sinne nichts anderes als der spontan präsente Ausdruck von Bodhicitta. Well, and the third point is the pride of the deity. The pride of the deity is the conviction you are, or oneself is the deity, and all around is the mandala. That's you really have to come to this conviction, and I lost the last sentence what I've mentioned in German. So I think I'm a bit exhausted too. Also, jetzt habe ich den letzten Satz ins Englische vergessen übersetzen. Ich merke, dass ich auch schon ein bisschen müde bin und dann an meine Grenzen komme. Gut, gibt's noch Ja, das ist eine Frage zum Wurzellama, ob das der Zufluchtslama ist oder sonst was. Nein, muss es nicht sein. Der Wurzellama ist eine sehr spezielle Angelegenheit. Das ist derjenige, das ist der dreifachgültige Lama, Trinchen Sabe Lama. Der bedeutet, dass er eine Ermächtigung gibt, dass er die aufzeigenden Erklärungen gibt und dass er die Textübertragung gibt. Und im Grunde ist der Wurzellama derjenige, der einem die Natur des Geistes aufzeigt. Der andere, bei dem man Zuflucht genommen hat, ist der Zufluchtslama. Es gibt sechs Arten von Lamas, also sechs Arten von Lehrer. Und der Wurzellama ist natürlich der vornehmste unter allen, aber auch einer, der ja, einen begleitet am Pfad oder sonst irgendwie kann als Lehrer in dem ganzen Konzert angesehen werden.
Well, there was a question about the root lama. The root lama is the one who has the threefold kindness, the Trinchen Zavi Lama, and this means that's the one who bestows empowerment, transmission, and explanation teachings. And this is quite rare to find, and it's not the same as the refuge lama. It can be, of course, but it's not necessarily the same one. The root lama is the, in general, the root lama is the one who reveals the nature of mind to you. There are six kinds of teacher, six kinds of lamas, and the root lama is the real noble one, or the most noble one. But there is also a teacher who gives you some explanations on it, so it's not a big deal in sometimes. But it's not necessarily the same one like the refuge lama. Yeah. Okay. Dann gab es eine Frage zu Literatur. Nein, gibt es nicht wirklich. Well, there was a question about literature, about the attributes of the deities. No, that's it's not possible. You have to really look into the text. Otherwise, you have to take care and you have to get it during the empowerment. Ja, also da war eine Frage jetzt zu den Attributen der Gottheit, also die Symbolik, ob es dort Literatur gibt. Nein, nicht wirklich. Da muss man entweder im Text direkt nachschauen oder während der Einweihung einfach aufpassen. Dort wird es meistens noch erwähnt, wofür was gut ist. Ich erinnere mich an die Träumereinweihung oder auch an andere. Und damit das Zeug bei uns auch verstanden wird, übersetze ich auch die Einweihungstexte. Und hoffe, dass ich das dann immer soweit erklären kann während der Einweihung. Aber es gibt kein Symbolbuch wirklich dafür. Wenn es einen schon an einem Symbolbuch interessiert ist, gibt es eines vom Robert Beer. Symbole des tibetischen Buddhismus, glaube ich, heißt das. Well, there's no general book for the meaning of the symbolic of the attributes of the deities. But you have to get it during the empowerment. Therefore, I try to translate all these empowerment texts and to explain explain it during the empowerment. Otherwise, you will have no chance to get it. Well, if you're interested in general in the symbols of Buddhism and Tibetan Buddhism, and so just check the book of Robert Beer, Symbols of Tibetan Buddhism or Symbols of Buddhism. Yeah. Jo. Wie macht man das Dötzi zum Dorma segnen? Wie man den Dötzi herstellt? Alkohol. Ja, ich nehme immer ein Glas, ich habe dafür immer Whisky oder Rum. Aus einem guten Grund. Well, there was a question about the Dützi. Well, it's just Whisky or Rum. That's what I put in my Kapala. Yeah, delicious. And that's it. Ich nehme deswegen immer Whisky oder Rum. Das haltet lang. Schnaps hält länger, Wein wird sauer und Bier ist eigentlich ja, abgestandenes Bier. Man kennt das. Well, I take whisky or rum because it lasts for a long time. If you take wine, it will become sour, or beer, well, beer, it's a taste of warm piss. It's not really properly to take it with this. Dützi, ja genau, Dützi heißt
Düt-Zi. Die Düt heißt Mara, und also Amrita, es ist auf Indisch und das bedeutet eigentlich etwas, das gegen den Tod wirkt. Und Düt-Zi heißt, dass das eben gegen den Mara des Todes wirkt dabei. Well, there's a question about Düt-Zi, which means Amrita in Sanskrit, and this works against death, Mrita, and Düt-Zi means the same. It works against the Mara. Ja, Düt-Zi. Ja, habe ich irgendwo was? Ja, wobei. Na, habe ich jetzt nicht da. Also, es gibt wirklich Düt-Zi-Pillen zu kaufen. In den USA kann man sich so einen Sackerl zusenden lassen. Bottler Gate ist eine sichere Adresse. Die dürften was haben. Da gibt man immer ein bisschen ein Brösel eben in diesen Alkohol hinein. Well, you can buy some Düt-Zi pills. I know in the US there is Bottler Gate. This is a quite good address for this stuff. So you can take a few Düt-Zi pills and put it in your cup and your alcohol. Ja, man kann auch Gin nehmen. Sure, you can take a gin too. It's no problem. Ja, und wenn man dann einen Dormer segnet, entweder weil er da ist, kann man den Löffel nehmen, wenn es drüben einmal dasteht, oder sonst irgendwie taucht man mit dem Ringfinger ein und sprenkelt. Well, if you like to bless a Dormer, if you put it on your table, on your desk, you can take a spoon. Otherwise, if it's on the altar or someone bring it out, so just take, put your ring finger in it and then bless it by this. Jo. In diesem Sinne, well, and in this way, we come to an end. Also, kommen wir zum Abschluss. Das machen wir diesmal ganz kurz. Nämlich Seite 37 beginnen wir. Well, we come to an end, so we do the dedication prayer on page 37. We do it in a brief way. Gewadie no do tak za som laco drupšené drovaj čikian male pade je sala gebar šok. Sunam tie dam če se kpanie do mne nebe dhranam pam če te kega na če balong drupaj je si pe cole drova drelvar šok. Und dann weiter auf Seite 48. Well, we continue on page 48. Pemering jog na gero zo pace, ne den ding pashing to du chambling, gange sab der den pesite bar, min op shenan drope zing shirjik, top ten ze begen che gong chen pa, shedra den pe na da chik meling, zung me la me ten pesite bar, shedra de zung gong pe zing shirjik, ken lop che zung reng lo che, tsamlin sa zung che barbel, drogi chuk zung lang wa taim, bitrel du zung gelek shok, Den pa chik den kam so chen pa dang, den pa ni e shen to salva dang, den chen pun o shen to den pa ye, chen pa yun rek ne pe dra shi shok. Nang dra krik som la na che ke nang, ko dang ya she ral pa cham le be, sap san nal cha chen pa nyam len la, yer me tu ki dig la ro chik shok, ki e ba kun to yang ta kla ma dang, dra me che ki pa la lung che ching, sa dam lam ki e den rap zog ne, pal den lam ma go bang yo top shok, yer te ma li shi ba dang, den ke nam ke tse shen tu, kyal bang be ma chung le ki e den pa yun rik bar ki re chik. Oh, ma. Sai Guru.
heute mal die zusammengefassten Langlebensgebete. Well, now we do the long life prayers in a brief way. Lama kukang sangvara solva deb chokto kotse rengvara solva deb tinle dashin gebara solva deb lama dang tralva me bara jinje lo bunlo midra lenjek to kotse mixara sashin den jazan shedrogin me jek hila chepel trashi shok Tüche Simchinango. Danke sehr, gute Nacht, thanks, good night. Gracias, buenos noches, grazie, buona notte, lagunoc, quale lepar, lagunoc, dobri noc, dobru noc. Morgen ist frei, tomorrow we will have a day of leisure. Und am Montag bis Freitag nächste Woche die blaue Simbamoka von Karma Chakme, ja, nicht die rote, die wir gemacht haben, sondern die blaue Simbamoka von Karma Chakme. Und dann gibt es auch noch anderes interessantes Programm, steht auf Rangtals Blog im Kalender. Well, tomorrow we have a day of leisure and from Monday up to Friday we do the blue Simbamukha. It's the one from Karma Chakme, not the one we did from Dujum, the red one in the last days, but the blue one from Karma Chakme. So if you don't have any text, ask me. And there's something more interesting stuff. Maybe you take a view on the Dharma calendar on Rangdrills blog. Also, wir sehen uns am Montag, 19 Uhr. Well, see you on Monday, same time, same station. 7 p.m. or wherever your time is. Bye-bye. Stay healthy. Ciao. Gesund bleiben.